Die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen und die Impfpflicht, sie reißen einfach nicht ab. Auch am Abend kam es in mehreren deutschen Städten zu teils gewaltsamen Demonstrationen. In Rostock, Karlsruhe und Magdeburg etwa versammelten sich tausende Menschen, meist auf nicht angemeldeten Demonstrationen. Dabei kam es zu zahlreichen Ausschreitungen. Polizeibeamte mussten eingreifen und stießen bei einigen Demonstranten auf vehemente Gegenwehr. In Magdeburg und Rostock wurden Polizeiketten gewaltsam durchbrochen. Mehrere Personen wurden daraufhin festgenommen. Ja, kurz zuvor war die Konferenz der Länderchefs mit dem Bundeskanzler zu den Corona-Maßnahmen zu Ende gegangen. Das unspektakuläre Ergebnis im Wesentlichen weiter so. Viel spektakulärer, das muss man aussprechen, denn es war so, war der Zoff um Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Bei den Bürgern ist er zwar Deutschlands beliebtester Politiker, bei den Ministerpräsidenten dagegen keinesfalls. Nachdem das Robert-Koch-Institut, das ihm ja unterstellt ist, ohne Abstimmung und über Nacht den genesenen Status von 6 auf 3 Monate verkürzt hatte. Hessens CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier schimpfte, Zitat, dieses Verhalten hat viel Vertrauen zerstört, hier sehen wir es, nicht nur bei mir, das ist egal, sondern bei vielen Menschen im Land. Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow von der Linken fühlte sich hintergangen. Ich habe persönlich mit dir, Karl, gesprochen und Karl hatte offenbar nichts über seine Pläne gesagt. Ja, und selbst Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und wie Lauterbach in der SPD kritisierte das Vorgehen als unglücklich. Ja, und bei uns im Studio ist Philipp Hiertorf. Philipp, lass uns erstmal kurz über diesen genesenen Status sprechen. Der wurde ja verkürzt, wir haben es gerade gesagt, von 6 auf 3 Monate. Das gilt fürs Volk, aber nicht für die Volkvertreter. Stimmt das wirklich? Ganz genau. Der Deutsche Bundestag hat sich ausgerechnet bei diesem Thema ein Corona-Sonderrecht gegönnt, eine richtige Extrawurst. Und zwar hat das RKI, wie ihr schon gesagt habt, beschlossen, dass der genesenen Status in ganz Deutschland verkürzt wird. Das gilt für alle Deutschen, von 6 Monate auf 3 Monate. Und die Bundesländer haben sich danach auch zu richten. Viele haben auch ihre Verordnung schon angepasst. Nur der Deutsche Bundestag hält an seiner Verordnung fest. Es gibt so eine sogenannte Allgemeinverfügung. Ich habe da gestern angefragt und mir wurde Bescheid gesagt. Nein, bei uns gilt es weiterhin 6 Monate. Das heißt, ein Normalmensch, der zur Arbeit geht und dessen Infektion 4 Monate her ist, der gilt nicht mehr als genesen, der muss sich also testen lassen. Im Deutschen Bundestag ist das nicht so. Da gilt man 6 Monate lang als genesen und kommt also problemlos in die Räume des Deutschen Bundestages. Da bekommt die Immunität der Abgeordneten nochmal eine ganz neue Bedeutung. Absolut. Vielleicht hat man das mit der Immunität einfach falsch verstanden. Aber das Absurde ist ja, dass der Deutsche Bundestag das erst möglich gemacht hat, dass der genesenen Status verkürzt wird. Der Deutsche Bundestag hat das ja mit beschlossen, dass das Robert-Koch-Institut das überhaupt entscheiden darf. Die haben dem RKI ja diese Vollmacht sozusagen auf dem goldenen Teller serviert. Wollen die das denn noch ändern in Zukunft oder bleibt das jetzt erstmal? Ich habe auch dazu gefragt und dazu gab es, man würde sagen, bla bla, denn man beobachtet die Lage, man schaut sich an, was die Ministerpräsidenten beschließen, man beobachtet das Infektionsgeschehen und wird fortwährend analysieren, ob eine Änderung zu gegebener Zeit angemessen ist. Das RKI, das Robert-Koch-Institut, hat diese Veränderung vorgenommen. Das Robert-Koch-Institut untersteht Karl Lauterbach. Karl Lauterbach deshalb entsprechend in der Schusslinie. Und der Bundeskanzler, der Karl Lauterbach womöglich ja selber gar nicht im Amt haben wollte, aber sozusagen auf Druck der Öffentlichkeit ihn in diesen Job gehievt hat, sah sich jedenfalls gestern genötigt, in der Pressekonferenz nach der Ministerpräsidentenkonferenz seinen Gesundheitsminister zu verteidigen. Wir hören mal rein. Der Bundesgesundheitsminister hat von mir die Unterstützung bekommen, die er braucht und die er auch kriegen muss, weil er ein ganz großartiger Minister ist und in dieser Frage hoch engagiert. Und es hat eigentlich jeder gesagt, dass er sehr engagiert diese Arbeit macht. Ich glaube, sogar parteiübergreifend lässt sich das festhalten. Insofern war ich vielleicht jemand, der das besonders gerne gemacht hat, aber viele andere auch noch. In der Fußball-Bundesliga ist das immer so, wenn der Vorstandschef sowas sagt, dann ist der Trainer kurz vorm Rausschmiss. Absolut. Es ist kein gutes Zeichen, wenn Olaf Scholz sich vor einen Minister stellen muss. Das zeigt ja, dass etwas falsch läuft, sonst gäbe es ja gar keinen Grund, sich vor ihn zu stellen. Und dass Karl Lauterbach gerade so viel Anerkennung, parteiübergreifend gar, für seine Arbeit bekommt, würde ich nicht sagen. Ihr habt das vorgelesen, diese Zitate.
von den Ministerpräsidenten, die haben mit ihm abgerechnet. Die fühlen sich von ihm hintergangen. Und zwar gab es am 14. Januar eine Bundesratssitzung. Karl Lauterbach und die Ministerpräsidenten. Und er hat ihnen gesagt, keine Sorge, wir werden euch rechtzeitig informieren, bevor der genesenen Status verkürzt wird oder bevor der geimpften Status geendet wird. Ihr werdet das rechtzeitig erfahren. Niemand von euch wird überrascht. Und dann geht er aus dieser Bundesratssitzung raus und plötzlich ändert das RKI überraschend seine Vorgaben. Und die Ministerpräsidenten erfahren aus dem Internet oder aus der Bild-Zeitung, dass der Genesenenstatus verkürzt wurde. Und Millionen Bürger wurden kalt erwischt. Aber umso erstaunlicher ist es eigentlich, und da wollen wir jetzt mal drauf schauen, liebe Zuschauer, das Politiker-Ranking, das Beliebtheitsranking der Politiker. Denn Karl Lauterbach ist immer noch auf Platz 1. Und das vor Olaf Scholz und auch Christian Lindner, die man ja jetzt eigentlich auf dem ersten Platz vermutet hätte. Philipp, was sagst du dazu? Ja, Karl Lauterbach ist auf Platz 1. Er ist der Politiker, der die größte Medienpräsenz hat. Er ist das Corona-Gesicht, das Gesicht der Pandemie. Und das weit vorne mit 53,7%. Absolut, absolut. Ich würde sagen, diese Zahlen sprechen absolut für sich. Er ist der beliebteste Politiker, darüber kann man nicht streiten. Ich würde aber auch sagen, dass er der umstrittenste Politiker ist. Ich glaube, dass Karl Lauterbach bei den Menschen für eine Polarisierung sorgt. Ich glaube, viele Menschen mögen ihn, vermutlich mögen ihn mehr Menschen als Menschen, die ihn nicht mögen. Aber es gibt eben auch, glaube ich, ganz viele, bei denen er negative Gefühle auslöst, bei denen er Ablehnung auslöst. Und mit solchen Regelungen, mit so einer überraschenden Verkürzung des genesenen Status, der sich für Millionen Menschen verheerend auswirkt, die verlieren einfach über Nacht ihre Rechte, können nicht mehr ohne Test Bus und Bahn fahren, können nicht mehr ins Restaurant gehen plötzlich, weil sie nicht mehr als genesen zählen. Mit sowas verspielt er natürlich Vertrauen bei den Menschen, aber auch bei den Ministerpräsidenten. Und ich sage, diese Geschichte, dieser Krimi ist noch nicht vorbei. Karl Lauterbach hat diese Affäre noch nicht ausgestanden. Also bei den Bürgern top, bei den Kollegen flop, kann man so sagen. Es ist ja in der Tat, wie du sagst, auf der einen Seite ist er umstritten. Er wirkt immer so ein bisschen wie der zerstreute Professor. Andererseits, gerade dadurch unterstellt man eben auch, dass er aufrichtig und authentisch ist. Ja, Karl Lauterbach behauptet seit Beginn der Pandemie, dass er immer einzig und allein wissenschaftlichen Maßgaben fordert. Ich würde sagen, das stimmt nicht und das ist jetzt in dieser Affäre um den genesenen Status besonders deutlich geworden. Denn Karl Lauterbach sagt zwar, ja, der genesenen Status wurde auf 3 Monate verkürzt, allein aus wissenschaftlichen Gründen. Studien hätten gezeigt, dass man als Genesener nicht so lange geschützt ist. Ehrlich gesagt, die Begründung des RKI war total dürftig. Die haben einfach irgendwelche Studien verlinkt auf ihrer Webseite und der Bürger kann sich dann selbst zusammenlesen, wo das, was das RKI behauptet, in diesen Studien begründet ist. Ich finde das absolut unzureichend. Aber der Sprecher von Karl Lauterbach hat in der Bundespressekonferenz noch einen weiteren wichtigen Satz gesagt. Und zwar, man solle diese Verkürzung auch als Anreiz zum Impfen verstehen. Und das ist für mich eine politische Begründung und keine wissenschaftliche. Und mit sowas verspielt Lauterbach Vertrauen bei der Bevölkerung. Jetzt dreht sich ja gestern irgendwie alles um die Personalie Karl Lauterbach. Was ist denn eigentlich ganz kurz nochmal auf den Punkt rumgekommen bei der MPK gestern? Ja, also wie du es schon gesagt hast, es geht eigentlich genau weiter so, bis auf einen wichtigen Punkt, und zwar das PCR-Testen wird massiv eingeschränkt. PCR-Tests, die zuverlässigen Tests, also der Goldstandard unter den Tests, der wird jetzt nur noch verfügbar sein für Mitarbeiter von Krankenhäusern, von Pflegeheimen und auch für vulnerable Gruppen, also beispielsweise Menschen, die in Altenheimen leben. Wir haben einfach nicht genug Tests, die Labore sind ausgelastet und deswegen für uns Normalbürger wird es jetzt deutlich schwerer, für einen PCR-Test zu kommen. Mhm. Und ein letzter wichtiger Punkt, die Öffnungsperspektive. Das Wort Öffnungsperspektive, das so viele Menschen Hoffnung macht, steht ganz weit oben in diesem Beschluss. Aber da heißt es, man wird erst eine Öffnungsperspektive vorlegen und erst dann lockern, wenn der Zusammenbruch des Gesundheitssystems ausgeschlossen ist. Und das ist natürlich so schwammig gehalten. Ich glaube, viele Bürger hätten sich eine Zahl gewünscht oder hätten sich gewünscht, dass da steht, wenn die Inzidenzen wieder fallen, wie das in anderen Ländern ja auch sichtbar ist, dann lockern wir. Und gerade steht da nur ganz schwammig, wenn die Überlastung des Gesundheitswesens ausgeschlossen wird, sein kann, dann wird gelockert. Ich glaube, viele wissen gar nicht, was das bedeutet. Nächstes Treffen, glaube ich, dann am 14. Februar. Vielen Dank, Philipp, für deinen Besuch heute hier.